Das ist Lillian. Lillian macht das Abitur, mit allem, was dazugehört. Aber eine Sache beschäftigt sie. Lillian will studieren. Aber was und wo? Zur Wahl stehen Uni, Hochschule, Fernuni und natürlich die duale Hochschule. Eins ist klar, Lillian hat 12 Jahre lang die Schulbank gedrückt. Das bedeutet Theorie, 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 Theorie zum Abwinken. Was Lillian also definitiv nicht will, ist ein reines Theoriestudium. Also sucht Lillian. Sie sucht die Praxis. Sucht nach dem wahren, dem echten Leben. Und sie findet's. Das duale Studium. Passt perfekt. Warum? Nun, zuerst mal hat's einfach den optimalen Mix aus Theorie und Praxis. 50-50. Und du wirst in einem Top-Unternehmen ausgebildet. Also verdienst du Geld. Vom ersten Tag an. Das macht's einfach, das Studium zu finanzieren und selbstständig das eigene Leben zu gestalten. Du sammelst Praxiserfahrung, wirst in kleinen Lerngruppen intensiv betreut und hast Spitzendozenten aus der Praxis. Vor allem aber übernimmst du in deinem Unternehmen schnell verantwortungsvolle Aufgaben. Das motiviert und bringt dich weiter. Plus, das duale Studium ist ein schnelles Studium. Nach 3 Jahren hast du deinen Abschluss. Und damit geht's erst richtig los. Denn mit dem dualen Studium hast du nicht nur eine verdammt hohe Übernahmequote, sondern auch super Karrierechancen. Lillian ist beeindruckt und schaut sie sich näher an, die duale Hochschule Baden-Württemberg, die DHBW. Erstmal gibt's hier 2 Bereiche, die Fakultät Technik und die Fakultät Wirtschaft. Klingt spannend, denkt sich Lillian. Aber was genau ist ein duales Studium? Lillian ruft bei der Studienberatung der DHBW an. Hier erfährt sie, das duale Studium wird von der dualen Hochschule und dem Partnerunternehmen gemeinsam gestaltet. 3 Monate Theorie an der Hochschule wechseln sich ab mit 3 Monaten Praxis im Unternehmen. Der theoretische Teil besteht aus Vorlesungen, Seminaren, Planspielen, Projekt- und Studienarbeiten. Am Ende jeder Theoriephase finden Klausuren statt. Im praktischen Teil durchläufst du alle Abteilungen des Unternehmens und arbeitest an spannenden Projekten. So kommst du nicht nur fachlich schnell voran, sondern stärkst auch deine sozialen Kompetenzen. Am Ende schließt das Studium ab mit dem Titel Bachelor. Wo waren wir? Ah, Lillian. Die ist Feuer und Flamme. Sie will an der dualen Hochschule Baden-Württemberg studieren. Aber kann sie das so einfach? Hat sie alle Voraussetzungen? Für das Studium an der DHBW braucht sie das Abi und einen Studien- und Ausbildungsvertrag bei einem Unternehmen. Okay, da die Studienplätze von den Unternehmen bereitgestellt werden, bewirbt sich Lillian auch dort für ein duales Studium. Schnell wird sie zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. In einem dieser Gespräche erklärt der Personalchef Lillian, warum sein Unternehmen duale Studienplätze anbietet. Erstens, das Unternehmen kann die Studenten ganz gezielt für spätere Aufgaben im Unternehmen qualifizieren. Zweitens, die Unternehmen haben Mitspracherechte in verschiedenen Hochschulgremien und können so Einfluss auf das Studienangebot nehmen. Und drittens, durch die Übernahme von Lehraufträgen kann sich das Unternehmen aktiv in die Studiengänge einbringen. Lillian überzeugt den Personalchef und bekommt den Studien- und Ausbildungsvertrag. Alles erledigt. Lillian ist glücklich und schreibt sich an der DHBW für ein duales Studium ein. Das ist der Anfang ihrer beruflichen Karriere.